Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich muss ehrlich sagen, jetzt habe ich irgendwie die ganze Woche über immer mal wieder LS aufgenommen, habe es gleich wieder falsch angesagt hier. Das sind nur zwei Spiele, ich bringe sie trotzdem durcheinander. Naja gut, okay. Aber das ist halt so. Der alte Mann wird komisch. Was soll ich sagen? Wir sind hier dabei. Achso, du hast ja den Anschluss gerade gesucht, warum ich hier zwei Anschlüsse habe und da nur einen. Aber das ist okay soweit. Und warum geht das nicht bis da oben ran? Warum ist denn hier eine Lücke dazwischen? Was ist denn das für ein Quatsch? Wir bauten sowas. Das kann doch gar keinen großartigen Nennwert haben. Oder wollte ich dann ein Rückschlagventil einbauen? Und hab's nicht gemacht. Mir an dieses ist ja auch egal, weil in dem System kann ja so viel von Multiphasenöl sein, wie auch sein möchte. Wir gucken. Wir brauchen oder wir haben jetzt das Multiphasenöl. Das war hier. Multiphase Oil. Das heißt, wir brauchen jetzt drei Ölraffinerien, wo dieses Öl. Nee, wir brauchen zwei Ölgasseparatoren. Da sind wir erstmal. Oder? Wir brauchen jetzt dieses Produkt, Rohöl und Raw Gas. Dann beim Raw Gas, das können wir hier oben nochmal irgendwie verwenden. Und können dann Raw Gas Filtering machen und so weiter, genau. Brauchen also noch zwei Öl- und Gasseparatoren, die da oben drüber stehen. So. Stellen wir da mal mittig drüber. Ich weiß nicht, ob ich genau den gleichen Abstand habe zur Mitte. Ich glaube nicht, ne? Genau, der Kessel müsste eigentlich eins weiter draußen stehen. Also dann stellen wir den denn hier. Passe ich da drüber? Warte mal. Gleiche Höhe, so. Na, aber umstellen will ich jetzt den Kessel nicht, weil ich möchte die Flüssigkeit nicht verlieren, die dort entstanden ist. Die Frage ist, klemme ich die beiden? Ich klemme die, glaube ich, beide auch zusammen, die Kessel, oder? So, damit die sich dann auf einen Wert einigen, irgendwie miteinander. Dass es dann rüberläuft und so. Das ist schon, glaube ich, ganz okay soweit. So, das heißt, wir müssen jetzt hier sozusagen den Knick einbauen. Hier nicht. So, dann haben wir hier, wollen wir genau das machen. So. Hier entsteht ein Feststoff, den wir erstmal einlagern. Ne, der entsteht hier gar nicht. So, okay. Also hier haben wir denn jetzt Sulfuric Wastewater nochmal. Dieses können wir sozusagen nach dort abführen. Das kann dann nach dort abgeführt werden. So. Sulfuric Wastewater, Sulfuric Wastewater kann hier raus. So, allzu viel kommt hier ja nicht an. So, da ist ein Rückschlagventil. Okay, also dann läuft es da rein. So, sehr gut. Okay. Dann haben wir das Rohöl, was wir denn verwenden wollen, und das andere, was wir in einem Tank erstmal zwischenlagern wollen. Und das wollen wir verwenden in drei Raffinerien. Moment. So, so und so. Ihr macht das so, glaube ich. So, da brauchen wir das weiße Zeug. Ist das so? Habe ich dieses Rezept dort gewählt? Okay, gut. Das heißt, das muss ich hier noch hochholen. Das gibt es hier auf der Seite in... Okay, uiuiui. Gut. Nö, kriege ich aber hin. Das kann ich hier hoch und dann hier durchlegen, oder? Hier müsste eine Bahn frei sein, ja. Das ist alles sehr eng hier, das muss man wirklich sagen. Ob mir das so gefällt, weiß ich auch noch nicht, aber eher eigentlich nicht. So, das kann ich hier gar nicht so quer rüberlegen, weil hier das Rote schon quer rüber liegt. Da komme ich wieder nicht durch. Ach, das ist doch alles nicht schön. Da komme ich nicht durch. Aber hier komme ich durch. Und da ist ja kein Rückschlagventil dran, ne? Das müsste hier alles voll sein, mit 80% zumindest, ja. Okay, dann gehen wir hier raus. Gehen hier nach oben. Was das Gute ist, wir kommen schon mal gut an hier. Na, da muss ich ja nicht so. Das heißt, hier kommt... was ist das jetzt? Oxygen? Hydrogen? Hydrogen, ne? Ist das ja. So.
Sollte ein bisschen was ablaufen dahin. Ich denke, das sollte auch von der Menge reichen, die da oben ankommt. So, gut. Dann brauchen wir jetzt den Ausgang von dem Öl erstmal. Mache ich das alles auf eine Seite? Eigentlich könnte ich das hier rüberlegen, ne? Dass das hier drüben liegt. In einem Kanister. Dann kann ich das da drüben weiter verarbeiten. Hier habe ich ja Platz. Obwohl ich mit dem Produkt... weiß ich gar nicht, wo muss ich mit dem Produkt eigentlich hin? Wo habe ich ihn? Wo habe ich denn? Das habe ich hier unten, ne? Oh. Naja gut, okay, müssen wir mal gucken. Dann können wir das vielleicht hier hinten durch irgendwo oder so, keine Ahnung. Irgendwo muss es ja nochmal wieder dahin kommen. Aber das kriegen wir hin. Also sehr geordnet ist diese Fabrik nicht, ne? Das ist wirklich hier eine Eieruhr nach der nächsten. Oder Sanduhr. Schön, sag ich mal. Kann man andere Dinge nennen, aber das jetzt nicht unbedingt. Ja, da steht gerade. Okay. Das ist gut geworden. So, dann, ihr habt den Feststoff dann nachher noch mit draußen. Das ist aber erstmal okay. Jetzt brauchen wir erstmal noch das Öl, was wir hier verteilen wollen. Und da sehe ich schon, eigentlich stehen wir zu nah oben dran. Ach, das ist aber alles nicht sehr feierlich. Genau eine Bahn zu weit, aber dann müsste das doch noch wieder länger werden. Naja gut, okay. Gott, okay. Wir müssen mindestens eins höher kommen. Oh. Dann muss ich mal gucken, ob ich da unten das Rohr auf die andere Seite vom Kessel legen kann. Ja, geht. Und dann kommen wir hier immer noch an der Höhe an. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann könnte ich die Strommasten noch eins höher ziehen. So, okay. Gut. Dann haben wir jetzt genügend Platz hier zwischen. Zwei Platz sogar, sehr gut. Das heißt, ich könnte theoretisch da kleine Kesselchen davor bauen, damit wir das Öl einlagern. Diese Kesselchen hier davor bauen. Ach, das steht jetzt wieder der Strommast hier. Ist dann doch woanders hin wieder. Aber das fände ich eigentlich ganz niedlich, wenn die hier stehen würden. Weil um das Öl geht es uns ja. Weil quasi jetzt in dem Fall. Und dann können wir das hier nämlich ein bisschen einlagern. So. Und dann machen wir uns noch eine Einlagerung von dem Material dahin. So. Kann sein, dass das zu viel wird, sonst irgendwas, dann machen wir dann 80% Ventil dran und lassen das erstmal dann sozusagen ausgasen. Achso, muss ich jetzt dann hier ganz unten hinstellen, ne, oder? Ja. Egal, so. Hat alles Strom, kann alles produzieren, bis dann irgendein Ausgangslager voll ist. Sehr gut. Also, damit haben wir Nafta und so weiter. Das müssen wir jetzt hier irgendwo einspeisen in das ganze System. Also einmal hier unten müssten wir theoretisch ran. Wir müssten oder können da, glaube ich, von der Seite sogar abklemmen. Ne? Also wir müssen ja hier genügend Produktion haben. Und Naphtha, Fuel Oil und sowas dann alles hier mal einlagern. Und vielleicht dann hier oben rum rüber. Weiß ich noch nicht. Wo lege ich den Flüssigkeitsbus lang? Ja, ich glaube hier oben rum rüber. Oder? Die Mengen sind ja alles nicht... Das ist ja alles jetzt nichts Besonderes, was jetzt hier an Mengen entsteht. Ne? Also das sind ja alles... Da brauchst du ja keine großartigen Pumpen dazwischen. Das ist dann, das drückt da rein, dann ist es drin im Kessel und fertig ist der Sachverstand und das gut. So, und jetzt sehen wir aber auch hier dieses Öl, ne? Das nimmt jetzt ein bisschen ab, weil die produzieren ein bisschen schneller als die hier unten nachproduzieren. Hier gibt es auch ein anderes Problem noch. Gab es hier ein Problem? Da hier gibt es ein Problem. Und zwar, ja, die schwefelhaltige Säure kommt dann nicht in den Mengen an, die wir brauchen. Weil hier gibt es ein Problem. Was gibt es hier für ein Problem? Der Leim ist alle. Der Leim ist alle. Alles klar, alles klar, alles klar. Gerade Verkehr hier. Ampeln alle grün, okay.
habe ich das nicht hier schon eingefordert irgendwo mit? Bin ich hier schon mit eingestellt, dass ich da... Nee, hier. Okay, dann machen wir hier noch den Leim mit rein. Nee, das nicht. Lila Leim. Leim ist hier, ne? Hier ist Leim. So. Leim darf es sein. Leim, Leim, Leim. Leim. So, okay. Da blickt doch keine Sonne mehr durch am Ende des Tages. Ich hätte da unterschiedlich farbene Sachen nehmen sollen. Das ist ja alles das Gleiche. So, okay. Bis dahin bleibt der Leim dann hängen und dann fordern wir mal Leim an, würde ich sagen. Ne? Was ist hier los? Hm, wer kommt? Du? Mit Hobelziel, das ist gut. So, und dann machen wir hier, fordern wir mal an, Leim, und zwar gerne 5000 Einheiten. Achso, minus 5000, so. Und dann bringen wir ran das Zeug hier. Im Bahnhof ist richtig was los. Hier muss ich, glaube ich, mal, müsste ich mal auf Lila umstellen, ne? Machen wir mal ganz kurz mal, das machen wir jetzt mal fix. Upgrades, Lila. Könnte das hier ein bisschen schneller gehen alles. Mit dem Auslagern. Ich finde, die Förderbänder müssen wir auch mal auf Lila umstellen, oder? Komm, mal auch gleich. Wenn wir schon dabei sind. Förderbänder. Jetzt schon, ich habe hier keine Lila Förderbänder mehr. So. Kommt das hier schneller an, ob die das jetzt schneller wegtransportieren, das ist natürlich die nächste Frage. Aber da sollte sich hier dann ein bisschen was, ne? So. Okay, so. Kommt jetzt hier einer mit Leim? Leim, Leim, der sieht aus wie Leim. 5K Leim, sehr schön. Gut. Gute Sache, Parker. Und das ist so. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, wenn dann diese ganzen Bauroboter mit einmal zack, 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 zack und so. Es sieht cool aus, muss man wirklich sagen. Wenn wir hier mit einmal loslegen, ne? Und dann alle kommen so angeflogen und machen und tun. Coole Sache, Parker. Strom, naja, so ist es manchmal. Da kommt irgendeine Flüssigkeit. Alles klar, dann sollte nämlich hier auch wieder der Leim herkommen. Das ist auch so ein Produkt, was sehr viel wahrscheinlich fliegen muss. Das ist vielleicht auch nicht ganz optimal, aber naja. So, sind wir hier am Ende meiner Verarbeitung? Ja, ne? So, achso, jetzt müssen wir das mit den Kisten hier noch machen. Ja, okay. Beziehungsweise. Wir machen erstmal sozusagen eine Sammlung vom Nafta auf. In einem 100.000 Liter Tank. Klingt fair, würde ich sagen, ne? Das klingt doch fair. So. So. So, da sammeln wir Nafta. Dann bauen wir hier einen Förderband rein, welches das da rausholt, was da denn als Feststoff kommt. Ja, okay, ich setze auch Strommasten wieder neu. Bin ich kein... Das da, ne, sollte, daran soll es jetzt nicht scheitern. So. Das müssen wir nämlich mit Dampf. Ich weiß nicht, ob ich hier den Dampf noch abklemmen kann, aber ich denke schon. So, gucken, komme ich da dann mit Dampf hin? Das muss ich mit Dampf jetzt so veredeln zu diesem Gas, ne? Was für ein Ding macht man das? Oh Mann, ey. So, das wird da erstellt. Das macht man in einem Steamcracker. In einem Steamcracker. 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 Haben wir sogar einen. Das ist doch super hier. So. Du sollst das herstellen. Ist hier so ein, ne? Nimm mal den da rein. So. Und dann machen wir dir hier noch ein bisschen Dampf unter der Hose. Upsala, das ist die falsche Flüssigkeit. Die kann ich da nicht hier brauchen. So. Wie sieht das hier aus? Oh, so viel Dampf ist hier gar nicht da, ne? Da könnte ich, hier ist ein Dampfkessel. Okay, ja gut, dann ist doch ziemlich viel Dampf da. So, das habe ich schon extra so gebaut, dass ich das hier oben wieder rausnehmen kann, ne? Da habe ich irgendwann schon mal drüber philosophiert.
Wie gesagt, das ist alles nicht. Alles eine Eieruhren hier. Schön ist da anders. So, hier sind wir auf dem falschen Weg. Da kommen wir nicht hin. Hier könnten wir hinkommen. Es ist aber auch alles hier gebaut. Oh, nee, nee, nee. Du, nix ist hier. Achso, da können wir wieder nicht quer. Oh. Apnoe. So, da hängen wir nicht mehr am Dampf. Ach. Kannst du alles nicht gewollt sein. Hier ist wirklich kein Durchkommen. Kein sauberes Durchkommen. Hier darfst du nicht quer, weil hier liegt quer das drin. So, es ist doch einfach... Was hat denn da der Erbauer sich dabei gedacht, Menschenskind? Das ist ja grauenhaft. Eieieiei. So, dann geht hier der Dampf halt hoch. So, fertig aus, Mickey Maus. So. Strömlinge brauchen wir. Der steht eins zu weit drüben. Sehe ich gerade. Fällt mir gerade auf. Das ist ja nicht mehr gerade, das System hier. So. Gut, dann haben wir das Gas hier. Können wir denn auch hier oben irgendwo gebrauchen? An irgendeiner Stelle mal. Gucken wir mal. Kann sich hier aber erstmal so im Tank sammeln. So, wird hier was hergestellt? So, hast du 7 mal davon? Naja, okay. Warte mal. Moment. Kann ich da was geben? So, ich habe Schwefel in der Tasche. Das kann ich erstmal hier reinlegen. Schwefel in der Tasche. So, okay. So, jetzt ist aber erstmal hier die Schwefelsäureproduktion wieder in Ordnung. Kommt wieder von allen Seiten was hier hoffentlich. Naja, ist noch nicht so ganz da, aber. Gut, okay. So viel Wastewater ist so ein Miniaturproblem, glaube ich, was ich dabei habe. Oder das könnte sich vielleicht sogar zu einem ausgewachsenen Problem irgendwann entpuppen. Das Problem, also meine Sorgen, die ich jetzt habe, ist ja, dass ich das irgendwann nicht sauber getrennt und hinbekomme, so wie ich das brauche. So, ich brauche dieses wunderschöne eine Gas brauche ich hier unten an der Stelle. Aha. So, den Nafta brauche ich in dem Bereich hier, glaube ich, ne, oder? Ja, wo ich die Blitzdinger herstelle hier, da. Und das Fuel Oil. Au, brauche ich beides. Also ich muss mit beiden Flüssigkeiten hier rankommen. Die Schwefelsäure, ja, das ist schon okay, das kann da stehen bleiben. Also ich müsste hier oben irgendwie runter in diese, an diese Stellen kommen hier und dann das da wieder einspeisen, das Zeug. Also gehe ich doch hier oben rum und dann da runter, oder was? Mal gucken. So, dann haben wir hier... Based Mineral Oil und das würde ich einfach quer rauslegen. So. Weil ich das hier hinten veredeln kann, aber da bleibt glaube ich was bei über. Ne? Wenn ich recht bin, bleibt Schmiermittel über. Based Mineral Oil kommt gar nicht nach. Aber Schmieröl haben wir ein bisschen in Produktion. Und im Eingang ist 8 Based Mineral Oil. Theoretisch bräuchte man mehr Based Mineral Oil, als wir eigentlich haben, um quasi das herzustellen. Aber das ist nicht so wichtig, weil wir das ja eh von drüben kriegen. Das heißt also, hier ist sozusagen, das kann sich ein bisschen was hinproduzieren, muss aber nicht. So, wie viel habe ich denn da eingestellt für 2 von den Dingern? Das ist doch super. Da brauchen wir das gar nicht nach hier oben legen. Dann legen wir das nämlich bis dahin. Und dann kommt hier ein Chemical Plant dran. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt genau richtig rum ist. Es hätte mein Herz mit Glückseligkeit erfreut.
Es ist genau falsch rum. Ach, Mann, nee, nee, nee. Naja, gut, dann ist es halt so. So, dann kann das nämlich das produzieren hier. Da kommt noch ein bisschen Gas und dann kommt hier dann eine Flüssigkeit raus, die wir dann auch einfach hier oben rum rammen, zack, damit irgendwo hier mit ranbauen. Und von der anderen Seite müssen wir einen Top-Oberwalf dann hier am Ausgang bauen oder am Eingang bauen. Nee, hier oben habe ich ja schon Schmiermittel, da muss ich ran. Und das Rohr muss ich einfach ran. So, das ziehen wir jetzt schon mal durch und dann ist aber auch Schluss für heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, wir machen ganz viel Unfug in Factorio. Das Rohr abreißen eben gerade und wieder neu hinsetzen, war zum Beispiel ein Teil des Wir machen Unfugplans. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.